Ja, bitte. Guten Tag, Herr Schreiner. Hier spricht Kommissar Feuerlein vom Polizeipräsidium Stuttgart. Wer ist da? Kommissar Feuerlein. In Ihrer Nachbarschaft wurde heute eingebrochen. Einer der Täter konnte verhaftet werden. Der zweite ist uns leider entwischt. Wir haben allerdings eine Tasche mit Schusswaffen und einen Notizblock mit möglichen weiteren Einbruchszielen sichergestellt. Ihre Adresse stand auch darauf, Herr Schreiner. Was? Das gibt's doch gar nicht. Und was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach tun? Machen Sie sich erstmal keine Sorgen, Herr Schreiner. Wir haben sämtliche Einsatzkräfte mobilisiert, um den zweiten Täter schnellstmöglich zu fassen. Den schnappen wir uns. Aber das wird vermutlich nicht ausreichen. Wir wollen selbstverständlich kein Risiko eingehen. Also verschließen Sie jetzt bitte alle Fenster und Türen und bleiben aber parat. Ja. Da bin ich wieder. Gut. Haben Sie Bargeld oder andere Wertsachen im Haus? Ja, alte Goldmünzen. Und gestern habe ich Geld von der Bank abgehoben. Haben Sie noch mehr Geld auf der Bank? Ja, habe ich. Da wir befürchten, dass einige Bankmitarbeiter mit den Einbrechern unter einer Decke stecken könnten, ist das kein sicherer Ort mehr. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und holen Ihr Geld von dort ab. Wenn Sie mit Fragen über den Verwendungszweck konfrontiert werden, dann können Sie davon ausgehen, dass der Bankangestellte mit den Betrügern kooperiert. Am besten behaupten Sie, dass Reparaturen an Ihrem Haus anstehen oder Sie ein Auto kaufen möchten. Seit meinem Schlaganfall darf ich doch gar nicht mehr Auto fahren. Aber Sie haben verstanden, auf was es ankommt. Ja, habe ich verstanden. Ich kann das aber kaum fassen. In meiner Jugend, da hatten die Leute noch Anstand. Hauptsache, Sie bewahren jetzt Ruhe. Wir müssen zuerst einmal Ihr Geld und Ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Es wird dann alles im Revier gelagert, bis wir den zweiten Täter gefasst haben. Ja, wenn Sie das für sinnvoll halten. Auf jeden Fall. Wir schicken im Laufe des Tages einen Beamten in Zivil zu Ihnen, um Wertgegenstände und Bargeld sicherzustellen. Packen Sie einfach alles in eine Tasche und übergeben es dem Kollegen an der Haustür. Warte mal. Sowas machen wir doch gar nicht. Wir haben noch nie Geld von Leuten an der Haustür abgeholt. Stimmt. Machen wir gar nicht. Hey, Sie da! Das sind Betrüger am Telefon! Sofort auflegen! Puh, na zum Glück bin ich weich gelandet. So, und jetzt spitzen Sie bitte mal die Ohren. Wir rufen niemals unter der 110 an. Und zum anderen erkundigen wir uns grundsätzlich nicht nach Wertgegenständen oder Bargeld am Telefon. Und schon gar nicht holen wir das bei Ihnen an der Haustür ab. Ja, klingt einleuchtend im Nachhinein. Aber kommen Sie erst mal in mein Alter. Merken Sie sich einfach für die Zukunft. Lassen Sie sich auf keinerlei Diskussionen am Telefon ein. Legen Sie am besten sofort auf. Und wenn Ihnen irgendetwas unseriös erscheint, dann rufen Sie bitte sofort die Notrufnummer 110. Unseriös also? Aha. Ja gut. Das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, dass ich hier bei Ihnen auf der Couch sitze. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Was war das jetzt? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also, sowas. Die Polizei meldet sich niemals unter der Nummer 110. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Finanzen. Die Polizei holt weder Geld noch Wertsachen bei Ihnen ab. Im Zweifel legen Sie auf und alarmieren Sie die Polizei unter der Nummer 110.